Leute! Uncharted 3, Drake's Deception. Das Lösungsbuch. Hat nichts damit zu tun. Wollte ich halt nur mal zeigen. Ist heute per Post gekommen und ich freue mich sehr. Ihr wisst, ich bin ein großer Lösungsbuchfreund. Ich wurde gerade schon von einigen Kollegen hier ein bisschen spöttisch belächelt, weil ich mir übers Wochenende. Ich habe mir das Lösungsbuch zu Portal 2 bestellt, zu Resident Evil 5. Ein Fan, vielen Dank nochmal. Hat mir das Lösungsbuch zu Dark Souls geschickt und jetzt kam halt Uncharted 3 Drake's Deception. Habe ich noch nicht mal gespielt, aber ich habe einfach so Bock auf Lösungsbücher. Ich freue mich einfach. Was soll ich sagen? Kennt ihr das nicht? So ein schönes, gut gemachtes Lösungsbuch, das ist doch das beste Schmökererlebnis, was man haben kann, oder? Besonders liebe ich es ja, wenn Gegner aufgelistet sind. Seitenweise. Ich möchte alles über jeden Gegner erfahren. Wie er heißt, wie er aussieht. Ich möchte Character Models von oben, unten, links, rechts, hinten, vorne, unten. Ich möchte wirklich Ausklappbilder, eine Gegnergalerie und jeder Endboss muss vorgestellt werden. Und es ist einfach herrlich. Ich liebe es. Ich liebe einfach Lösungsbücher. Also wenn ihr noch irgendwie schöne, wirklich schön geil designte Lösungsbücher habt, die ihr nicht mehr braucht, bevor ihr sie wegschmeißt, Leute, schickt sie mir. Ohne Scheiß, ich freue mich da sehr drüber. Mittlerweile habe ich wirklich sehr, sehr viel im Schrank stehen. Es kommen immer mehr. Aber es soll nicht um dieses Lösungsbuch zu Uncharted 3 gehen. Und was ist hier eigentlich drin? 16-seitige Charaktergalerie mit den Kommentaren von Naughty Dog. Das Multiplayer-Emblem von Piggy Bank kann ich freischalten. Und ich habe eine gratis Musik-CD mit den 10 offiziellen Titeln des Soundtracks. Und Karten. Und das ist doch alles schön. Das ist doch alles schön. Wie kann man das nicht schön finden? Ich verstehe es gar nicht. Ist doch mit das allergeilste Lösungsbuch. Aber, Leute. Beruhige dich, o klopfend Herz, denn es ist endlich soweit. Der Titel, auf den ich mich so dermaßen freue, dass ich es kaum in Worte fassen kann, dass ich nahezu eine unangenehm klebrige Schleimspur hinter mir herziehe, egal wo ich bin, weil ich aus allen Körperöffnungen triefe vor stumpfer, stinkender Geilheit, vor Verlangen und Lust. Es ist endlich da. Ich werde es jetzt. Das erste Mal mir selbst als Geschenk machen. Die Silent Hill HD Collection. Ihr wisst, das sind die HD-Remakes der Silent Hill-Teile 2 und 3. Teil 1 ist leider nicht drin. Das ist so noch der einzige Wermutstropfen. Warum ist Teil 1 nicht dabei? Teil 1 war so dermaßen bahnbrechend. Also Teil 1 in einer neuen, aktuell adäquat anschaubaren Grafik. Mit ein bisschen Tweaks in der Steuerung hier und da. Ohne Scheiß, jedes andere Horrorspiel kann sich da gehackt legen. Es war damals, war nichts schlimmer als Silent Hill 1. Mittlerweile ist es wirklich so ein bisschen grafisch eigentlich nicht mehr präsentierbar. Es ist schon wirklich sehr, sehr hässlich. Es ist blockig und pixelig und es geht gerade noch so, wenn man zwei Augen aber ganz fest zukneift. Richtig schön ist aber nicht mehr und deswegen hätte ich halt gehofft, dass hier Teil 1 auch drin ist. Aber meine heimliche Hoffnung ist ja, dass die lieben Macher von Silent Hill, wer auch immer das mittlerweile ist, das wandert ja quasi einmal durch wie so eine Dorfmatratze, da darf jeder mal, dass sie an Teil 1 schon basteln, seit 2 Jahren, an einem richtig geilen HD-Remake von Teil 1. Ein Team von 40 Leuten macht Silent Hill 1 richtig schön neu und passt es auf Next-Gen-Konsolen für das Jahr 2012 an. Oh, ich würde, glaube ich, ich würde ausrasten vor Freude. Aber bis es soweit ist, habe ich hier die HD-Collection. Und ich möchte gar nicht so wahnsinnig groß ausholen und schon wieder erzählen und erklären, warum ich Silent Hill 2 für eines der besten Spiele aller Zeiten halte, was mich emotional so dermaßen gepackt hat und so in mir gearbeitet hat. Tage, Wochen, Monate und sogar noch Jahre später. Silent Hill 2 ist für mich wirklich die Speerspitze, was Emotionalität und auch was intelligentes, vielschichtiges Storytelling in Videospielen angeht. Da ist bislang noch kein Spiel drangekommen. Silent Hill 2 ist einfach noch die absolute Krönung, was das Genre angeht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass jetzt die HD Collection da ist. Und natürlich müssen wir jetzt Teil 2 spielen. Wir müssen jetzt Teil 2 spielen. Ich bin gerade so ein bisschen, na, sag mal so, ich bin mir nicht ganz sicher, was diese Videoreihe werden soll. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Also, dass ich mindestens eine Stunde reingucke mit euch zusammen, war klar. Als das schon angekündigt wurde, war das absolut klar. Aber naja, ich meine, ich schwärme so oft davon. Ich habe so viel davon erzählt und gelabert. Und wenn ich mir dann denke, dass ich eins der besten Horrorspiele aller Zeiten eine Stunde lang spiele, so wie Azura's Wrath oder
Resident Evil Operation Raccoon City oder das ganze andere Gerümpel, was ich hier schon gespielt habe, da denke ich mir, da kann noch irgendwie was nicht stimmen. Deswegen, naja, sage ich mal, halte ich mir selbst so ein bisschen Hintertürchen frei, möglicherweise diese Serie so ein bisschen auszubreiten und auszuweiten. Ich weiß es nicht. Ich bin echt total, total zerrissen. Ich weiß ganz genau, dass ich nach einer Stunde nicht aufhören wollen werde. Pass auf, wir machen es einfach so. Wir spielen das, ich spiele es jetzt eine Stunde. Ich spiele jetzt eine Stunde Silent Hill 2. Und dann entscheidet ihr in den Kommentaren, soll es weitergehen oder nicht? In welcher Form das dann weitergeht, weiß ich nicht. Ob ich es alleine mache, ob ich mir Kollegen Gregor dazu hole, der auch sehr großer Silent Hill-Fan ist. Das wird man dann alles im Detail so ausklamüsern. Vielleicht machen wir auch eine Mischform. Ich weiß es nicht, aber es liegt quasi in euren modrigen Händen, ob Silent Hill 2 die Ehre erfährt, die es verdient, hier auf GameOne.de im Blog. Ach komm, was soll das Rumgetanze um den heißen Brei? Sagen wir, wie es ist. Soll ich es knallhart durchnehmen oder nicht? Es liegt an euch. Ich will euch nicht beeinflussen, aber fuck ja. Leute, jetzt mal ohne Scheiß, Alter, wir spielen Silent Hill 2 durch. Ich mach's auch alleine, wenn kein anderer will. Ich weiß nicht, ob das so das Richtige für Chris ist und Gregor hat auch wenig sagen so. Ich mach's auch alleine, ist mir scheißegal. Aber ich will es nochmal durchspielen. Ich will nochmal Silent Hill 2 genießen. Und ich plane so ein bisschen. Ja, ich will nicht zu viel versprechen. Aber wenn ihr mir quasi offiziell den Auftrag gebt, Silent Hill 2 für euch und mit euch knallhart durchzunehmen, dann würde ich gerne ein bisschen was ausprobieren. Ich würde nämlich ein kleines Experiment wagen. Und zwar, ich hätte gern, dass wir zusammen, also primär eigentlich ihr, ich lese es durch, ich beteilige mich ab und zu, aber ich möchte gern, dass ihr gemeinschaftlich, kollektiv eine Interpretation erarbeitet. Jetzt werdet ihr denken, oh Gott, Interpretation erarbeiten, kenne ich von der Schule her. Nee, danke, komm, ich habe schon gespendet. Lass stecken. Aber ich möchte trotzdem gern, dass jeder, natürlich jeder, wer Bock hat, das ist ja keine Hausaufgabe hier, wir sind ja nicht in der Schule, aber ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr interessant, sich durchzulesen, was jeder Einzelne so ein bisschen rauszieht. Das ist ein Spiel, ich habe es schon ein paar Mal angedeutet, das ist interpretatorisch, ist das wirklich sehr, sehr gehaltvoll, es ist extrem vielschichtig, es hat sehr, sehr viele Ebenen. Und es gibt eine Menge sehr guter Interpretationen im Netz und wirklich ganze Story-Leitfäden, wo man sich alles nachlesen kann. Aber ich find's cool, wenn wir das nochmal einfach zusammen machen. Also, ich werde spielen, ich werde weniger reden als sonst. Und ich sehe viele von euch, die machen jetzt den Champagner auf und machen drei Kreuze, ähnlich hält Wolf mal die meiste Zeit im Video die Fresse. Also ich werde nicht komplett schweigen natürlich, aber ich werde mich doch zurücknehmen, weil es bei Silent Hill extrem auf die Atmosphäre natürlich ankommt. Und wenn du halt so ein Suppenkasper wie mich da sitzen hast, der dir die ganze Zeit eine Bulette ans Ohr labert, kommt das nicht so rüber. Und man muss wirklich, sage ich jetzt schon, achtet auf alles. Hört den Charakteren zu. Beobachtet genau, was sie machen, guckt auch, in welchen Situationen Dinge passieren. Fast alles bei Silent Hill ist wichtig. Das kann ich schon mal vorab sagen. Also möglicherweise. Ach, wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal, wie wir es machen. Aber ich würde wirklich gerne mit euch dieses Experiment einfach mal versuchen, ob das klappt, dass wir quasi zusammen, während wir das spielen, das Spiel interpretieren. So, was passiert eigentlich? Warum sind Sachen wichtig? Warum passieren Dinge so, wie sie passieren. Das ist für alte Hasen, die Silent Hill 2 schon ein paar Mal gespielt haben, so wie mich. Ich glaube, da gibt es einige, die genauso große Fans sind wie ich von Silent Hill. Für die wird das jetzt ein alter Käse sein. Die haben sich da wahrscheinlich in Internetforen schon drüber ausgelassen und mit Leuten diskutiert und sich eigene Gedanken gemacht und vielleicht gruselige Fanfiction geschrieben. Das will ich gar nicht so genau wissen. Für die ist es jetzt vielleicht nicht mehr so der ganz große Brecher. Aber wer es noch gar nicht gespielt hat, wer es jetzt zum ersten Mal erlebt, für den ist, glaube ich, da einiges rauszuholen. Und gerade die sollten sich vielleicht echt ein paar Notizen machen und auf alles achten, wie gesagt, und ihre Gedanken aufschreiben. Und dann am Ende wollen wir doch mal gucken, ob wir nicht eine schöne gemeinschaftliche Interpretation der Geschehnisse von Silent Hill 2 da zustande bringen. Schauen wir mal. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall sehr. Dunkelt euer Zimmer ab, dimmt das Licht, macht vielleicht ein Kerzchen an, holt schnell die Pizza aus dem Ofen und nehmt euch einen kleinen Knautsch-Teddy oder irgendwas, auf das ihr drücken könnt, wenn die Angst zu groß wird. Denn jetzt spielen wir, das klingt schon so gut, jetzt spielen wir zusammen Silent Hill 2. Fantastisch. Und wir springen ins Spiel in 3, 2, 1, jetzt. Und das hier ist das Titelbild.
hier haben wir also die Wahl, das ist Silent Hill 3, ihr seht es da unten, hier spielen wir Silent Hill 2 und schon der Kollege, ach, es ist alles so schön, Fans wissen genau, was ich meine, der Kollege, den ihr hier links seht, ihr wisst genau, wer es ist, ihr wisst, wer es ist, ach, ich freue mich, aber wir fangen, ach so, und hier unten, habe ich gerade mal geguckt, sieht man, glaube ich, nur die Credits, ja, ist schön, dass sich viele Leute da eine Menge Arbeit gemacht haben, für mich jetzt aber relativ uninteressant, deswegen überspringen wir das. Wir starten mit Silent Hill 2. Oh Mann, Baby! So, und das ist schon die erste Frage, neue Stimmen oder die Originalstimmen? Ich glaube, dass einige Stimmen in der Tat Potenzial haben, verbessert zu werden, dadurch, dass man sie nicht neu ansprechen lässt. Hab aber auch gelesen, dass die neuen Stimmen, dadurch, dass sie ein anderes Sprechtempo haben, nicht mehr so ganz lippensynchron sind. Und außerdem haben wir alle Silent Hill 2 damals eben mit den Stimmen kennengelernt, die damals drin waren. Und deswegen finde ich es nur konsequent, wenn wir die Originalstimmen nehmen. Der eine oder andere mag das anders entschieden haben, so für sich, oder würde es jetzt auch anders entscheiden. Der muss jetzt aber leider mit meiner Entscheidung leben. Ich möchte Silent Hill 2 noch einmal so spielen, wie wir alles kennen und lieben gelernt haben. Und es beinhaltet eben auch die Originalstimmen. Und deswegen nehmen wir die Originalstimmen. Ladies and Gentlemen, viel Spaß bei Silent Hill 2. Oh. Ach, es ist alles schön. Ich kann nicht glauben. Ja, das haben wir wieder verpixelt, ne? Wisst ihr? So, jetzt aber. Gucken wir da nochmal einmal ganz rasch in die Optionen. Ihr wisst, das muss ich noch ganz schnell machen. Untertitel halten wir auch mal lieber ein. Die Vibration, ja, Helligkeitseinstellung. Also das suche ich. Ich muss es wahrscheinlich wieder ein bisschen bis horizontale Linien schwach erscheinen. Ohne Scheiße, ich sehe gerade keine einzige horizontale Linie. Nicht eine. Bis horizontal ist doch, das ist doch vertikal. Müssen dazwischen horizontale Linien sein? Ach komm, ich lasse es auf eben 5, passt schon. Mein Gott, es wird wahrscheinlich so dunkel, ich werde nichts erkennen, aber das gehört irgendwie auch ein bisschen zu Silent Hill dazu. Na gut, dann lassen wir es so. Wir spielen erstmal das Main-Szenario. Ihr wisst, oder Fans wissen, wenn nicht, erkläre ich es nochmal rasch. Es kam von Silent Hill 2 damals, kurz danach, eine neue Version raus, die ein Sub-Szenario hatte. Noch einen kleinen Zusatzinhalt, würde heute als DLC rauskommen, war damals Bonusinhalt für die Xbox-Version. Wir spielen aber das eigentliche Hauptspiel, sowohl Action- als auch Rätsel-Level, auf normal. Und jetzt geht es endlich los mit Silent Hill 2. Ich muss mich erstmal noch wieder an die Steuerung gewöhnen. Die ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Wenn man das schon länger nicht gespielt hat, dann krepelt man erstmal ein bisschen rum. Aber ich denke, das wird schon gehen. Restless dreams. I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you.
said, Mary, my wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Okay, das sind also meine ersten behutsamen Schritte hier ins Hotel. Ich muss mich kurz zurechtfinden, also auf X läuft man schnell, okay. Mit das Wichtigste natürlich ist die Karte. Und das ist jetzt hier schon ganz typisch Silent Hill, dieser extrem dichte Nebel, der einem kaum erlaubt, mal weiter als 5 Meter zu sehen. Ja, das ist Silent Hill. Falls der eine oder andere jetzt so ein kleines Fragezeichen über dem Kopf hat, kann ich nur noch mal betonen, ich möchte sagen, nichts ist hier willkürlich in Silent Hill, also im Spiel, im gesamten Spieldesign. Da ist etwas im Brunnen. Was ist das? Wenn ich mir das ansehe, ist es, als würde jemand in meinem Schädel herumtasten. Ein sonderbares Gefühl. Und ist ein Speicherpunkt. Also fortan müssen wir nach diesen roten Quadraten Ausschau halten. Die signalisieren nämlich einen Speicherpunkt. Und achtet bitte auf diese Musikuntermalung.
Excuse me, I'm sorry. Okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... Yes? I think you'd better stay away. This town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but... Is it dangerous? Maybe. And it's not just the fog, either. Okay, I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. But why? I'm looking for someone. Who is it? Someone very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. I mean my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry. It's not your problem. I hope you find them. Yeah, you too. Ohne zu viel verraten zu wollen natürlich, aber ihr werdet es euch ja denken können. Diese junge Dame werden wir noch einmal treffen im Laufe des Abenteuers. Das wird nicht die letzte Begegnung mit dir sein. Jetzt muss ich selbst noch mal gucken, wo es denn hier lang ging. Nö. Ich muss mich mit der Menüführung noch mal vertraut machen. Noch mal rasch. Ah, genau, die Karte. Okay, aber grob muss ich ungefähr in die richtige Richtung, denn Rosewater Park ist ja mein Anlaufpunkt. Ach so, stimmt. Da sieht man es mal. Im Inventar habe ich bislang einen Brief von Mary und ein Foto von Mary. Schauen wir uns das doch mal an. Prüfen. Aus der Zeit, als sie noch gesund war. Das ist also Mary, meine vermeintlich seit 3 Jahren tote Frau. Und ich habe noch ihren Brief dabei. Schauen wir auch nochmal rein. Ja, das ist der Brief, den sie gerade vorgelesen hat, beziehungsweise haben wir haben ihre Stimme gehört, die ihn vorgelesen hat. Das ist bislang alles, was ich mitgebracht habe zu dieser Reise an einen merkwürdigen Ort. Mal untersuchen. Nee, gibt's scheinbar nichts. Übrigens, natürlich, also alle Details weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ne? Wenn die denkt, Wolf, tu doch nichts, du weißt doch, wo was liegt und wo nicht. Das ist mittlerweile schon echt ein bisschen her. Also ich weiß jetzt nicht mehr alles ganz genau. Hier auf jeden Fall ist die Silent Hill Ranch. Naja. Nee, gucken wir erstmal. Ich wollte erstmal weitergehen. Aber ich gucke jetzt doch mal, ob man hier rein kann. Nein, kann man nicht.
Na gut. Ich dachte, er hat fast gelegen. Ja, das meine ich nämlich. So fängt schon an. Geräusche. Das zum Beispiel wusste ich jetzt wirklich nicht mehr, dass da ein Erste-Hilfe-Kasten liegt. Das war jetzt reines Glück. Das Spiel kam ja auch vor 11,5 Jahren auf den Markt. Das bitte ich auch nochmal zu bedenken, wenn ihr jetzt quasi neu dabei seid und euch so ein bisschen drüber mokiert, dass die Gesichtsanimationen jetzt nicht mehr so ganz up-to-date sind und dass man das mittlerweile alles ein bisschen besser schon gesehen hat. Das Spiel ist halt, ist halt ein Klassiker und das beinhaltet eben auch, dass es ein gewisses Alter auf dem Buckel hat. Ein weiterer Grund aber erstmal in die andere Richtung zu gucken. Gerade hat es mir schon Erste-Hilfe-Kasten gebracht, deswegen. Okay, hier gibt es nichts. Oh Gott. Beunruhigt mich, was war das? Naja, na gut, finden wir doch mal raus, was das für ein Schatten war.
und folgen der Blutspur. Halt, da. Hier, achtet mal drauf. Das ist immer ganz schön, dass James Sunderland, so heißt er nämlich, dass er immer so ein bisschen den Kopf in die Richtung dreht, wenn es da was Interessantes zu sehen gibt. Da zum Beispiel lag gerade ein Gesundheitsdrink. Und hier ist ein Speicherpunkt. Und den nutzen wir lieber auch mal. Man weiß ja nie. Wie angenehm flott das Speichern geht. Nein. Is it dead? What the hell is it? It's not human. Das war der erste Gegner in Silent Hill 2. Oh yeah. This thing broken? What the? I better take it anyway. I might need it. Okay, ich bin jetzt also mit meiner ersten Waffe, so einem traurigen Holzrohr hier, oder was ist das? Holzrohr gibt's gar nicht. So eine Holzplanke ausgerüstet und hab das Radio. Das Radio ist eins der Markenzeichen der Silent Hill-Reihe. Also, das hat immer
sehr viel zur Atmosphäre und zum Flair beigetragen. Ihr werdet gleich und noch sehr, sehr oft im Spiel sehen, warum. Nein, voll erwischt. Es ist etwas drauf geschrieben. Schade, dass ich es nicht lesen kann, weil die Oberfläche abgerieben wurde. Reste des Sumpfes. Die Land, die dieses Monument waren ursprünglich Sumpf, der aber später wurde. Okay, der Sumpf wurde also Blutsumpf genannt. Vielleicht ist das der Grund, warum sich viele Legenden in dieser Gegend scheinbar zugetragen haben. Ominös, ominös. Da liegt was. Nein, doch nicht. Aber dann Gesundheitsdrink. Sehr gut. Ich guck mal auf die Karte. Wie kann ich denn hier rauszoomen? Das geht aber bestimmt irgendwie. Okay, das ist alles dicht hier. Ja, gehen wir mal nach rechts, würde ich sagen, oder? Ohne Scheiß, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich muss jetzt nicht so tun, ich habe keine Ahnung mehr. Burger. Oh, jetzt so eine kleine Stärkung. Liegt hier was? Oh, noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Also es zahlt sich aus, manchmal doch ein bisschen die Umgebung zu untersuchen. Hier ist zu, scheiße. Wo, wo, wo? Oh Mann. Entschuldigung, ich muss einfach ab und zu mal auf die Karte gucken.
War da was? Nee. Ah, wo geht's denn hier nicht rein? Er guckt da doch so hin. Er braucht ganz schön lang, um zu schlagen. Ah, scheiße. Daneben! Oh Gott, im Himmel. Okay, hallo? Kurz gucken, wie es mir geht. Status. Ah, geht, glaube ich, nur so halbwegs. Oh Gott. The door that wakes in darkness, opening into nightmares. Oh Mann. Abgeschlossen. Natürlich. Oh, hier. Ey! Von so einer kleinen Kakerlake gebissen. Ah, Patronen für die Pistole, die ich noch nicht hab. Und noch ein Erste-Hilfe-Kasten, das ist auch sehr gut. Das ist sehr gut. Auf diesem Weg schaffe ich es nicht zum Park. Ich muss einen anderen Weg finden. Alter. Ich halte mich mal lieber so ein bisschen hier von der Straße fern. Ich glaube, ich gehe mal runter in Richtung Saul Street dann. Scheiße. Wo komme ich jetzt her? Nein, genau, andere Richtung. Ja, genau. Ja, lag er hier. Auch abgeschlossen. Oh Mann, shit.
Er liegt an und tief auf dem Sofa. Ich warte in Bar Nilis. Okay. Vorne diese Bar. War die nicht gegenüber von dem Happy Burger hier? So. Ist das nicht Nedis Bar? Teufel! Ja, doch. Was ist das für ein Symbol am Ende von Martin Street? Könnt ihr lesen, was da steht? There was a hole here, it's gone now. Naja. Okay. Also, wie kommen wir da jetzt hin? Nach rechts, nochmal nach rechts und dann die nächste nach links. Okay. No! Er lebt immer noch. Wo? Tritt doch drauf! Okay, tot.
den Schlüssel zum Apartment. Okay. Ja, also einfach nach rechts, ne? Ja, rein. Und ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, jetzt fängt der Horror erst an. Erst nochmal gucken. Nicht, dass hier irgendwas Schönes liegt. Zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Kasten. Davon kann man niemals, niemals genug haben. Nö. Müll kann ich nicht brauchen. Ja. Nein. Ja, wie lange er braucht. Okay, jetzt nehme ich doch mal so einen Gesundheitsdrink. Alter, ich bin so angespannt.
Ach, scheiße, okay, dann komm ich her. Ja! Ein Müllschlucker. Irgendein seltsamer Abfall steckt in dem Loch fest. Das wird möglicherweise noch wichtig. Tritt drauf. Renn doch! Nein! Oh, das Schlagverhalten, ne? Oh. Vom Regen in die Traufe, ey. Ich sehe überhaupt nichts, so fuck me, ey. Das ist alles ganz grauenvoll. Ich muss einen Erste-Hilfe-Kasten nehmen. Gegen zwei gleich zu kämpfen ist auch echt ganz dumm, ey. Ich oh. Oh. Alter. Alles schlimm hier. Immerhin, Patronen für die Pistole hat es dafür gegeben, ey. Ob es das wert war? Hier ist nichts mehr. Schlag doch! Alter, wie langsam kann man sein? Ey! Pff.
Das war so klar. Jetzt bin ich hier schön in der Ecke. Das ist ja toll. Oh, fuck, Alter. Fuck, Alter. Wieso schlägt er jetzt schnell? Wo er hinschlägt? Fuck. Alter, wie schlecht gerade alles hier läuft, ey. Alles wird schlimm. Ach so, noch einer. Nee, komm. Oh. Alter. Hier war ich noch nicht. Da steht etwas auf der Uhr geschrieben. Die Namen der Vergangenheit werden den Nagel entfernen, der die Zeit anhält. Wirst du die Uhr verschieben? Ja. Unbedingt. Leider tut sich noch nicht viel. Sie bewegt sich nicht. Es scheint, als wäre sie am Boden festgeklebt. Die Uhr ist um 1.50 Uhr und 15 Sekunden stehen geblieben. So kann ich die Zeiger der Uhr nicht berühren. Da steht auch was. Ja, also brauche ich natürlich erstmal. Ja, ich brauche einen Schlüssel, um an das Ziffernblatt zu kommen. Dann gehe ich so mal raus. Oh. Jenseits der Schlange liegt ein Schloss auf dem Boden. Wenn ich meinen Arm ausstrecke, könnte ich ihn vielleicht erreichen. Klar werde ich ihn aufheben. Au! Haha! Hey, wait! Damn it! Ich kann ihn nicht erreichen, egal wie sehr ich mich. Jetzt ist es echt ein bisschen schwierig, aber vorher hat es vielleicht die Holzplanke getan in der Hand. Naja. Ja, okay, kleine Kinder Videospielen. Da müssen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Ich gucke mich mal immer nach allen Seiten um, ey.
Die Mauer ist pockenartig überzogen mit Einschusslöchern. Was ist denn die Einkaufswagen? Wie kommt der hierher? Ja, viel wichtiger. Alter, da liegt eine Knarre drin, Junge. Okay. Wo komme ich jetzt her? Ja, okay, da geht's also nicht lang. Es gibt hier nur drei Räume auf der Seite. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt nicht irgendwas übersehen habe. Ich guck lieber nochmal. In 301. Hier ist eine Tür, die geht nicht auf. Geht auch nicht auf. Nee, okay. Okay, ja. Da ist zu. Ganz links habe ich noch nicht geguckt, aber wahrscheinlich ist da auch zu. Oh, hier ist gar keine Tür mehr. Oh. Halt abgeschlossen, ne? Richtig, da war der seltsame Müll hier in diesem Müllschacht. Ein seltsamer Abfall. Können wir offenbar aber noch nicht mit interagieren. Nördlich. Wer könnte das getan haben? Da ist eine Zeitung, sieht sehr alt aus. Den Schlüssel zu Zimmer 202. Übrigens, ich kann natürlich auch nicht aufhören, bevor wir nicht einen Safepunkt erreicht haben. Ne? Das ist ganz klar.
Okay, 202. Ist wahrscheinlich im zweiten Stockwerk, vermute ich mal. Nö, gar nicht. Ach, wir sind im zweiten Stockwerk. Sind wir? Okay. Also links runter, dann. Ja, ja, finden wir schon. Nö. Ja. Es ist zu dunkel, um sicher sein zu können, aber ich glaube, da ist was auf der anderen Seite des Lochs. Wirst du es untersuchen? Den Schlüssel mit der Uhr. Auf dem Boden liegt ein toter Schmetterling. Sonst gibt es hier nichts Interessantes. Nö, ist jetzt nicht sonderlich interessant. Ja, aber ich hab doch. Kann ich nicht automatisch einsetzen, den schönen Schlüssel? Offenbar nicht. Na gut. Machen wir es manuell. Schlüssel mit Uhr. So. Jetzt komme ich zwar an das Ziffernblatt ran, was eigentlich schon schön ist. Nee, ja, ich weiß. Ja, ich weiß, es war dumm. Kann ich ja nicht. Aber, ich weiß ja jetzt gar nicht, worauf ich diese Zeiger stellen muss. Ah, ich wollte schon sagen, da war doch was. Henry Mildred Scott. Also Henry auf 9, Mildred 3, Scott auf 3 und Mildred so auf 5 nach. Okay, also 3 Stunden. Ja, okay. Henry Mildred Scott. Also Stunde, Minute, Sekunde. Hour, Minute, Second. HMS. Henry 3, Scott. Nee, Henry 9, Scott 3, Mildred 5 nach. Na, ja, gucken wir mal. Gott, ich bin völlig nervös, ey. Das macht mich fertig, das Spiel immer noch. Oder schon wieder.
Und wie, ja, und wie komme ich jetzt an? Ach so. Stimmt das jetzt? Offenbar nicht. Bin ich jetzt blöd? Ach so. Ja. Alter. Puh. Ja, komm. Da habe ich gerade was gehört. Jetzt aber. Oh. Okay. Alles klar. So, Freunde, das war so oder so auf jeden Fall die erste Stunde in Silent Hill 2. Ich stoppe mal. Alter, ey Leute, ich weiß, lacht mich jetzt aus, ist mir egal. Aber ich kann sagen, ich bin echt fertig. Das Spiel strengt mich tierisch an. Ich bin wirklich... Ich bin doch ganz nervös, echt ohne Scheiß. Das ist eine große, große Anspannung. Aber ey, Silent Hill 2, es hat mich wieder voll gepackt. Falls ihr es noch gar nicht kennt, hoffe ich, dass ihr so ein bisschen nachvollziehen könnt, warum viele, viele Leute inklusive mir noch so wahnsinnig auf das Spiel abgehen und es so hochhalten. Also ich merke es jetzt immer noch. Es hat so seine Macken, man merkt es nach fast... nach fast 12 Jahren, wenn man es jetzt wieder spielt, die Steuerung ist sehr, sehr hakelig und das Schlagverhalten ist echt sehr, sehr träge und sehr, sehr langsam, wie er sich da bewegt und auch, dass man, dass man quasi an Türen hingehen muss, zu Türen hingehen muss und dann erst mit A macht man sie auf. Also es wird einem nicht gesagt, so diese Tür kannst du aufmachen mit A, sondern du gehst quasi an eine Tür ran, drückst dann A und merkst dann, ob er darauf reagiert oder nicht. Das sind so Sachen, die gehen mittlerweile ein bisschen anders. Das geht alles ein bisschen lockerer, ist ein bisschen polierter. Aber abgesehen davon, ey, Stimmung, Atmosphäre, Soundtrack, Grafik, das hat mich wieder voll gepackt. Ja, sorry, auch die Technik... spielt da nicht mit. Mein Mikro war gerade alle. Deswegen hatte ich auf einmal keinen Sound mehr. Aber gut, dass ich Fuchs doch vorgesorgt habe und mir hier ein Ersatzpäckchen Batterien hingelegt habe. Mann. Gut, dass es nicht im Spiel passiert ist. Also ich habe ja, ihr habt so gemerkt, ich habe versucht, möglichst wenig zu reden oder wirklich nur dann, wenn was erklärt werden muss oder wenn ich meine eigene Nervosität überspielen muss. Aber am besten erlebt man Silent Hill wirklich mit so wenig Kommentar wie möglich. Am besten wirklich im Dunkeln, alleine, mit Kopfhörern. Und ich sage euch... das ist ein Erlebnis, das ist Katharsis. Danach fühlt man sich gereinigt. Da ist ein Stück von einem ist dann so ein bisschen gestorben, aber dann kann man umso freier durchs weitere Leben gehen. Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt, das passt auf Silent Hill. Ja, auf jeden Fall, ey Leute, was soll ich sagen, es ist Silent Hill. Ich schwebe gerade so ein bisschen im siebten Himmel. Ich werde es auf jeden Fall weiter zocken, aber ob ich das quasi hier öffentlich mache und mich hier wieder mal der Lächerlichkeit preisgebe, oder doch lieber in meinem kleinen stillen Kämmerlein, wo es keiner mitkriegt. Liegt an euch. Also bitte, ich meine es ernst, schreibt in die Kommentare. Wollt ihr, dass wir das weiterspielen oder nicht? Hat euch das so gefallen? Habe ich zu viel doch noch gelabert, zu wenig gelabert? Ich weiß, hier und da stelle ich mich manchmal ein bisschen blöd an. So die ersten Kämpfe waren hakelig und gerade das mit der Uhr hatte ich irgendwie auch... Das ist die Nervosität. Ich kann es nicht anders erklären. Aber wenn ihr von diesem kleinen Zipperlein abgesehen wissen wollt, wie es weitergeht, also ich kann euch versprechen, ich möchte euch da vielleicht auch ein ganz kleines bisschen möchte ich euch beeinflussen, wenn ich euch sage, Leute, da kommen noch Sachen ohne Scheiß. Das hier ist Teletubbies.
Das ist hier gerade ein Spaziergang an einem schönen, sommerwarmen Sonntagnachmittag im Park. Wenn die Kinder lachen und die Enten im See platschen. Das ist hier gerade der Anfang gewesen. Das ist die erste Stunde. Da kommen, ihr habt ja das richtige Sunset, habt ihr ja quasi noch gar nicht gesehen. Ey, da kommen noch Sachen, ich sag euch. Eine wirklich unfassbare Szene kommt innerhalb der nächsten paar Minuten, aber da reicht die Zeit einfach nur nicht. Also wenn euch das so ein bisschen kitzelt, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt. Dann wirklich ohne schreibt's rein. Sollen wir es knallhart durchnehmen? Vielleicht so außer der Reihe? Also mit Chris mache ich noch ein anderes knallhart durchgenommen. Das ist dann so typischer Schwachsinn. Chris und Wolf außer Rand und Band. Aber das hier soll was Besonderes sein. Das möchte ich wirklich, also am liebsten würde ich es echt, am liebsten würde ich es alleine spielen, so wie jetzt gerade, mit möglichst wenig Gerede und ich möchte es einfach noch mal erleben und euch daran teilhaben lassen, wenn ihr es möchtet. Deswegen nutzt den Kommentarbereich. Ich lese es mir alles durch und wenn ihr alle meint, nö, ist Käsewolf ohne Scheiß, außerdem wie du spielst, das ist ja völlig lächerlich. Oder ich spiele es lieber für mich allein privat in meinem eigenen Tempo und lasse es mir nicht vorspielen, was auch völlig legitim ist, kann ich total nachvollziehen. Dann schreibt es in die Kommentare, euer Wunsch ist mir in diesem Falle dann doch mal Befehl und ansonsten ist das erste Kapitel Silent Hill hiermit beendet. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, haben wir hier noch ein paar Sachen für euch, auf die ihr mal so achten solltet. Also auch hier wieder so alte, ich guck nochmal, nö, doch, ich habe noch Sound, jetzt ist wieder alles gut. Alte Experten, für die ist das natürlich alter Käse. Kalter Kaffee von vorgestern, die kennen natürlich jedes Bild, die kennen alle Metaphern, die kennen die ganzen kleinen Insider-Gags, Anspielungen, die wissen, worauf man achten muss. Und die bitte ich auch, Leute, macht's den wenigen, die es vielleicht doch noch nicht gespielt haben, macht's nicht kaputt. Denn ihr wisst es ja selbst, das ist wirklich ein Spiel, da lohnt es sich total, bis zum Ende zu bleiben. Es gibt einen großen, großen, ich sag mal, Payoff, emotional und auch sonst, storytechnisch. Und wenn ihr ein gewisses Vorwissen da habt, dann seid so fair und versucht es den Leuten nicht zu verderben, die jetzt wirklich vielleicht das erste Mal mit dabei sind und jetzt selbst gerade anfangen zu rätseln, was, wieso, was passiert da eigentlich. Deswegen haben wir jetzt hier noch so zwei, drei Sachen vorbereitet, auf die ihr achten sollt. Ihr könnt das Video ja zurückspulen. Das können wichtige Dinge sein, das können auch unwichtige kleine Nebensächlichkeiten sein, aber das sind alles Dinge, die diese ganze Silent Hill-Erfahrung ein bisschen reicher machen und vielleicht schon andeuten, dass da wirklich mehr passiert, als wirklich auf dem Bildschirm passiert, als man das so sieht. Deswegen, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich hoffe, es wird eine Fortsetzung von und zu Silent Hill 2 geben und mit diesen Hinweisen wollen wir uns in die Nacht verabschieden. Danke, dass ihr dabei geblieben seid. Ohne Scheiß, mir klopft gerade das Herz. Ihr glaubt es nicht, aber es ist wieder alles ganz, ganz schlimm hier. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich.